300 enjoying the beauty of Porridge. A route is not that you could enjoy calm route, flat, completely flat route on the wheel of the other participants. This is coming only after the final climb, after overtime, no, for last 40 kilometers. No, but until then, it's always up and down, up and down. Es hat immer viel Spaß gemacht, da Runden beim Meer Radlfahren, immer so eine Kombination eigentlich aus Urlaub und Training. Mir gefällt es einfach da voll gut. Und wie ich gehört habe, dass es da herunten ein Rennen gibt, nur dazu ein langes Rennen am Ende von der Saison. Und ich habe natürlich auch gehofft, dass wir so ein Wetter haben wie jetzt. Habe ich mir gedacht, da muss ich mal mit dabei sein und freue mich schon, wenn es morgen losgeht. In the pre- and post-season period, we have a lot of sports groups, including cycling teams. A lot of events are happening in not just in our destination, in whole Istria. Wir haben drei Strecken, die längste ist 300 Kilometer, die mittlere um die 230, weil wir jetzt ein bisschen Änderungen haben, minimale, und die kürzeste um die 150 Kilometer. Ich werde auf jeden Fall die langen Strecken versuchen, weil mir das am meisten Spaß macht, und dann zahlt es sich ja am meisten aus, wenn man ein paar Stunden am Radl sitzt und möglichst viel sieht von Istrien. Dann zum ersten Berg zu befahren, dann gibt es einfach ein paar Leute, die was mal schauen wollen, wer kommt mit und so weiter, und die geben dann Gas, und dann so einer wie ich versucht dann einfach zum Mitfahren, und dann wird es anstrengend. Man fragt sich natürlich ein paar Mal, warum mache ich das, warum fahre ich nicht die kürzere. Mir macht es einfach Spaß, wenn man länger am Radl sitzt, das ist ganz was anderes als wie kurze Einheiten. Mir gefällt es einfach da herunten, weil es einfach immer, ich sage immer, ich bin gern bei dem Berg und ich bin gern beim Meer, und da beim Meer ist es einfach auch wunderschön. Muss einfach schauen, dass man da am Anfang nicht zu lang über einen roten Bereich mehr oder weniger drüber fährt, weil wenn man da zu lang drüber ist, dann wird es unlustig, speziell am Schluss. Und das Um und Auf ist auch da einfach die Verpflegung. Also einfach, dass man von Anfang an brav isst und trinkt, damit der Körper einfach Energie hat für das Ganze. Die ganze Planung, was braucht der Körper, ist da sicher unglaublich wichtig bei so einem Rennen, wo man 8, 9, 10 Stunden am Radl sitzt. Ja, ich glaube, das letzte oder vorletzte Mal jetzt. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir noch einmal gut durchfahren bis ins Ziel. Bei diesen Rennradlrennen, da ist teilweise, fährt man ein gemütliches Tempo mehr oder weniger, und dann kommt halt irgendein Berg und dann geben sie dafür natürlich Vollgas. Das ist Rennradsport und gehört dazu. Die letzten 100 Kilometer heute waren unglaublich zart. Da waren noch gescheite Berge drinnen, und das Rennen war wirklich super organisiert. Ich hab nicht gewusst, wie das ist, ob die 300 Kilometer wirklich voll abriegeln. Und ich muss sagen, 230 Kilometer habe ich kein einziges Auto gesehen. Also es war ein Traum. 300 Kilometer, das war Antoni Abelisch. Bravo, Antoni. Danke. Danke. Nächste Mal wieder. Danke, dass du mir geholfen hast. Ja, kein Problem. Gut, dass alles gut gegangen ist, und schön, dass es vorbei ist. Ich bin auf jeden Fall zufrieden. Da Neunter von über 500 Leuten, insgesamt sind 1500 Starter mit dabei gewesen. Also da drei verschiedene Strecken gegeben. Drittbester Österreicher ist in Ordnung. Der Karl Heinz, mein Betreuer, der hat schon zwei Pizzen organisiert, habe ich jetzt gesehen im Hintergrund. Das heißt, es wird auch ein bisschen was zum Essen geben, und dann mit alle, mit den Filmer und Betreuer einfach nur ein bisschen zusammensetzen, ein bisschen an Spaß haben, und dann werden wir gemütlich heimfahren.